Jo Leute, ein herzliches Willkommen hier aus dem wunderschönen Silverstone zu unserer Hot Lap. Wir sind das erste Mal in F1 22 unterwegs, eine ja, geschichtsträchtige Strecke eigentlich, die es im Kalender so gibt. Mit Entry und Brands Hatch, ja, eigentlich drei Strecken, die seit 1950 jedes Jahr im Kalender sind. 1950 gab es natürlich auch das Debüt, 5891 Meter hatte eine Runde, 18 Kurven, wobei 10 links und 8 rechts sind, und Lewis Hamilton hat hier den Rekord mit 8 Siegen. 52 Runden sind zu absolvieren. Was denkt ihr, wer wird gewinnen? Hier noch einmal die wunderbare Strecke. Auch wie immer, zwei DRS-Zonen, einmal auf der Hangar Straight und einmal auf der Wellington Straight, also einmal nach der dritten, also nach der fünften Kurve und dann nach den S's. Und los geht's hier. Natürlich mit Mercedes. Ich dachte mir, die sind so futuristisch, die Autos, das müssen wir nehmen. Links oben haben wir auch eine kleine Minimap. Und los geht's in unsere schnelle Runde. Ein sehr interessantes Handling haben die Autos auf jeden Fall. Erste Kurve, Full Speed, geht immer noch. Nur noch nicht mehr so schnell wie letztes Jahr. Kurve 2, genau hier, Full Speed. Nur nicht zu weit rechts abdriften. Rechts abdriften, sonst kommst du irgendwann, wirst du rausgezogen. Kurve 3. Ein harter Bremspunkt, hier gab es einen Crash zwischen Kimi und Lewis Hamilton 2019, glaube ich, Kurve 5, und dann geht das DRS on. Aber jetzt noch einmal hier, auch eine sehr spezielle Kurve rechts, der Rollrasen sehr kurz gehalten, da musst du echt aufpassen, also schnell wieder rüberziehen, auch wenn du dich am Körper austragen lässt, aber eher so neben dem Körper fahren, dann ist es, glaube ich, dann könnte es eine ordentliche Runde werden. Hier auch rechts, da sind die Track Limits so unfassbar schwierig einzuhalten, ich lasse mich da richtig weit raustragen. Erste DRS-Zone und jetzt geht's 6 und jetzt kommt, glaube ich, eine der speziellsten Kurven der Strecke, die Kurve Nummer 7, eine extrem langgezogene Kurve, wirklich sehr, sehr lange, und dann beim Rausbeschleunigen musst du auch noch das Auto im Griff haben und zum richtigen Moment Gas geben, dass man das dann perfekt umsetzen kann, und hier, und innen bleiben und dann einmal darfst du dann das Gas durchdrücken und dann kommt auch gleich das Heck, das ist echt extrem schwierig zu handhaben. Und hier geht es dann zur berühmtesten Kurve der Strecke. Cops Corner, eine Mutkurve, der schnelle Rechtsknick. Und da sind auch die Track Limits wirklich extrem schwierig. Also da musst du auch richtig mit dem Setup arbeiten. Und jetzt, glaube ich, in die berühmtesten S's der Formel 1 Geschichte. Margots, Beckerts und Chapels. Kurve Nummer 14 ist nur noch der Exit. So, und hier noch einmal die erste, weil sie einfach so toll sind und das Aushängeschild der Strecke, muss man auch sagen. Das ist echt eine der besten Strecken im Kalender, eine Achterbahnfahrt, ein Raketenflug, wenn man so will. Okay, jetzt haben wir genug Synonyme dafür. An sich aber wirklich die Strecke perfekt gelungen, und wie gesagt, seit 1987 wird auch hier nur noch in Silverstone gefahren. Früher noch ein Militärstützpunkt, und jetzt geht's der zweiten DRS-Zone entlang. Der Wellington Straight, Kurve 15 Stowe, da gab es auch einen schwierigen Unfall von Michael Schumacher, da wo er sich mal den Fuß gebrochen hat. Auch links, da kommt irgendwie immer Staub oder so, obwohl da wirklich alle Autos ran müssen. Hier auch fast die Track Limits überschritten. Und die letzte Schikane, beziehungsweise die letzte Kurvenkombination hat es nochmal in sich. 16, 17 und 18 wieder sehr lang gezogen. Und das war eine Runde hier und einmal noch. Das ist, weil es so unfassbar eine coole Strecke ist, wirklich. Also du kannst fast nichts sagen gegen die Strecke. Da gibt es eigentlich keinen Fehler dran. Rausbeschleunigen, viel Speed mitnehmen. Und das war eine Runde in Silverstone, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gerne morgen vorbei, da sollte das Recap kommen. Megaseason wird es dann ab nächster Woche in Spielberg wieder geben. IT-Gaming auf Instagram und its-tobi. Sorry, dass keine Megaseason kam, aber dafür war einfach zu wenig Zeit mit neuen Einfahren und so weiter. Schaut gerne in den Link in Bio und auch gerne auf TikTok vorbei. Da wird noch einiges online kommen. Wir werden noch ordentlich drüber quatschen, was alles im Rennen abging. Und da könnt ihr gerne entscheiden, kostenlos für mehr. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok und hier wieder. Ciao.